Hallo und herzlich willkommen zu Lucifer's Call. Wir sind immer noch im Obelisk. Haben letztes Mal die drei Schicksalsschwestern einzeln besiegt auf diesem einen kleinen Rätsel. Also diesen Sonnenzyklus-Rätseln. Da gehen wir jetzt wieder hin. Und haben am Ende noch ein bisschen trainiert. Mehr haben wir nicht gemacht. Jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Geht noch weiter nach oben. Das sieht hier schon bald nach Dachetage aus. Okay. Hier geht's nicht nach draußen. Um ein paar Goodies zu geben. Keine MP-Absaugung, das mag ich gar nicht. Oh, MP-Absaugung ist böse. Okay, Höllenabgase klingt ganz gut. Predigt lernt er ja. Mal gucken, ob er das nächste Mal lernt oder ob es weiterhin dauert. Wollten wir jetzt eigentlich hin? Achso, hier wollte ich nach den Kisten gucken. Da drüben gibt es noch eine, da hinten gibt es noch eine. Muss ich hier noch meine schönen teuren MP verballern? Schade. Schade. Das Glück bleibt uns also ein treuer Begleiter. Okay.
Aber wenn man hier nicht die ganze Zeit den Obelisken noch Estoma gehabt, dann wäre es wahrscheinlich eine sehr, sehr langwierige und nervige Angelegenheit geworden. Ja, die sollte ich nicht treffen. Also kann der Surowesen noch sein Level-Up mitnehmen. Ist ja jetzt so schlecht auch nicht. Bitte keine kritischen Treffer. Ah, wie sieht's aus? Nur du und ich, Succubus? Wenn wir alle töten würden, die nicht schön sind, wäre die Schönheit wertlos. Was meinst du? Töte sie. Hm? Oh Mann. Aber sie ist weiterhin bereit für Verhandlung. Probieren wir es doch nochmal. Läuft ja schon wieder gar nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Zumindest was die Rekrutierung betrifft. Ui, Perlenkette, was macht denn das? ITP alle, das klingt doch vernünftig. Nächster Versuch. Naja, was soll's. Gut, die Welt sonst verstehe ich nicht. Wen interessieren schon die anderen? Mich. Oh Mann. Drittes Mal, dass ich hier falsch antworte. Das kann ja nicht wahr sein. Läuft ja wieder alles wie geschnitten Butter heute. Gut, die schließen sich nicht von allein, die schließen sich höchstens von alleine an.
Oh, jetzt lernt er Predigt. Was kann denn das? Geist, Bann, Panik, Schlaf. Macht also gefühlt alles. Das erste Mal, dass ich Mahaman und Mamudoran zu schätzen lerne. Von der vom Mondzyklus her ist das die bestmögliche Zeit, dass sie sich anschließen. Alter, gibt's das? Scheint ein Bosskampf anzustehen. Ui, jetzt kommen gleich alle drei auf einmal. Haha, so einfach kommst du nicht an uns vorbei. Unterschätze uns nicht. Wir drei Moiré-Schwestern werden deinen Lebensfaden aufwickeln, messen und durchschneiden. Also entstehen, sind das das Vergehen, das in der Mitte messen, okay? Dann zeigt mal, was ihr könnt, liebe Moiré-Schwestern. Gucken, wie weit es hier mit Dekaya und Dekunda her ist. So, jetzt ist die Beweglichkeit und Zielgenauigkeit schon auf dem Minimum bei denen. Und das könnt ihr noch ein paar Mal machen, dann reicht da hier gar nichts mehr. Wer von denen war denn die Heilerin? Das war doch sie, oder? Ich glaube, sie war die Heilerin. Yep, sie war die Heilerin, da habe ich die richtig genommen, aber die heilen ja ganz schön viel. Das werden wir gleich. Das werden wir gleich wieder aufheben. Und noch heben wir das Dick mit DK ja nicht auf. Da warte ich noch ein bisschen. Ich glaube, ich bräuchte mal ein paar gute physische Skills für meinen Hauptcharakter. Also wird das nix. Ach, ich wollte eigentlich heilen. Na, schade. Das ist ein bisschen doof. Ja, vielleicht hält der Helmbike auch so durch. Was wollte ich eigentlich? Ich wollte jetzt eigentlich statt. So, jetzt machen wir das Richtige. Thank you.
scheint kein Dekunda einzusetzen. Okay. Anti-Magie-Schild. Na, das ist nicht so schlimm. Die Heilung wird besser. Solange sie nicht Mediarahan zaubern. Denn das wäre ziemlich räudig, das heilt nämlich alles. Oh, die erste hat sich verabschiedet. Sollten sich mal lieber vor physischen Angriff schützen, als die ganze Zeit vor magischen Angriffen. Ich glaube, der Kampf ist so gut wie entschieden. Oh, das war jetzt nicht wirklich schwer. Und nicht zu sagen ziemlich einfach. Großes Chakra, das ist nett. Was kann das? Typ Stärke, hebt Kaya-Effekte auf alle Feinde. Ja, warum nicht? Eisschutz, verringert Eisschaden um die Hälfte. Ne, dann nicht. Ich dachte, das ist halt alles. Magatama Jet erhalten. Was kann der denn? Negiert Fluch und ach, Zustandsmagie, gute Zustandsmagie. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier. Mal ganz schnell in meiner schlauen Liste gucken, wie viel die noch so brauchen. 1000, 8000, 12000, 7300. Dann schweben wir doch mal nach oben, oder halt. Oder wir fahren halt nach oben. Durch die Lücke in der Decke aufs Dach. Was ist denn das? Ach, das ist doch hier die Lehrerin. Ah, ist sie wirklich. Kopfüber. Soundabstürze und jetzt hat auch der Obelisk Feierabend, wie es aussieht. Ob das mit dem Ablehnen der Moiré-Schwestern zu tun hat oder mit unserem Eintritt in die in diese Atmosphäre hier.
Yuko. Danke, Demi. Ich weiß nicht wieso, aber ich hatte so ein Gefühl, dass du kommen würdest, um mich zu retten. Es ist schon komisch. Ich habe dir erzählt, ich würde deine Stärke sein. Und am Ende warst du es, der mir geholfen hat. Ich habe überhaupt keine Macht. Wie kann ich die Welt kontrollieren, wenn ich noch nicht einmal die Kontrolle über mein eigenes Leben habe? Als die Maid folge ich lediglich Hikawas Befehlen. Ich möchte, dass du die Stütze der neuen Welt wirst. Das hat er zu mir gesagt. Am Ende war ich nichts weiter als ein Werkzeug, um Magatsui zu sammeln. Es stimmt, dass die Konzeption stattgefunden hat und ich habe dabei mitgeholfen. Die Welt steht kurz davor, wiedergeboren zu werden. Aber wie es aussieht, ist die neue Welt weit entfernt von dem, was ich mir erhofft hatte. Ich träumte von einer idealen Welt, in der die Leute dankbar sind, am Leben zu sein. Ich mochte es nicht, wie die Welt früher war. Die Leute wollten angeblich Frieden, aber sie handelten weiter egoistisch und übernahmen keine Verantwortung für die Probleme der Welt. Niemand erkannte es, aber sie waren nicht glücklich. Sie waren einfach nur faul. Niemand verspürte den Wunsch, mit anderen konkurrieren oder stark zu werden. Und das war auch nicht nötig. Deshalb dachte ich, dass wir schließlich unsere Macht verlieren und verblassen würden. Es ist kein Wunder, dass ich von Hikawa ausgenutzt wurde. Aber es ist noch nicht vorbei. Die Welt wird auch weiterhin neu gestaltet. Ihre endgültige Form steht noch nicht fest. Hier habe ich meine Gottheit entdeckt. Eine Gottheit, von der selbst Hikawa nichts weiß. Sie wurde von der Macht des Magatsui angezogen. Sie wird mir schließlich die Ideologie der Schöpfung lehren. Die nächste Ideologie? Aha. Unbekannte Gottheit, Narr, der du den Namen Freiheit trägst. Im Licht der Freiheit sollen deine Fehler vergeben werden. Ich bin Aradia. Ich stamme aus den entlegensten Regionen von Amala. Es ist meine Pflicht, Freiheit zu gewähren. Frage, und du sollst frei sein. Das klingt von der Musik her schon nicht sehr freundlich uns gegenüber gesinnt. Wenn du glaubst, dass du der Richtige bist, dann wird das Licht in die Welt zurückkehren, doch das Dunkel ebenso. Folge dem Pfad der Schöpfung. Auch du bist eine Welt. Höre nicht auf andere. Tu, was du für richtig hältst. Du hast Macht von Aradia enthalten. Du kannst jetzt 2 Dämonen... jetzt kann ich 12 Dämonen haben. Sehr schön. Diese Frau wird ihre verlorene Macht bald zurückgewinnen. Sie wird sich auf den Pfad der Schöpfung begeben und ich werde sie führen. Geh und sehe die Welt mit eigenen Augen. Das wird der Ausgangspunkt deiner Schöpfung sein. Sieht alles ein bisschen freaky aus. Im Gesicht, ihre Maske, dann dieses Hintergrundbild. Die Musik, das macht keinen sehr netten Eindruck. Alte Frau, ach du meine Güte, Aradia hat diese Welt betreten. Das kann nur Ärger bedeuten, mein kleiner Meister. Deinen haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Du solltest dankbar sein. Mein kleiner Meister hat mir die Erlaubnis erteilt, dich zu erleuchten. Höre dem, was ich dir gleich erzählen werde, aufmerksam zu. Die Zeit der Schöpfung für diese Vertex World ist nah. Krieg wird unter denjenigen ausbrechen, die ihre Ideologie verbreiten, in der Hoffnung, die neue Welt gestalten zu können. Als Dämon ist es dir nicht gestattet, deine eigene Ideologie zu entwickeln. Welcher Ideologie wirst du anhängen? Welche wirst du bekämpfen? Wird die Ideologie, die du wählst, sich durchsetzen oder scheitern? Dein Leiden entzückt meinen kleinen Meister. Streng dich an, so sehr du kannst. Du darfst jeder beliebigen Ideologie anhängen. Mein einziger Wunsch ist es, dass du mich und meinen Meister nicht mit einem langweiligen Ende enttäuschst. Also das ist im Endeffekt jetzt die Andeutung. Das Spiel hat ja ganz verschiedene Enden, die zur Auswahl stehen. Also man kann sich jetzt mit den Leuten anwandeln, die ganzen Ideologien.
dann gibt es ja hier Ikikawa als Ideologie, dann Isamu. Gozu Tennō wollte eine Ideologie verbreiten. Yuko möchte es jetzt mit Aradia. Wir können uns halt verschiedene Gesprächsoptionen da für ein Ende mit requalifizieren. Und dann gibt es noch ein super Ende, wenn man alle 5 Kalpas schafft. Mal sehen, welches wir uns am Ende entscheiden werden. Ja. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. So, von dem kleinen Meister haben wir bisher auch nichts wirklich mitgekriegt. Der hat uns ja damals den Magatama eingepflanzt, weswegen wir ja eigentlich erst ein Dämon sind und deshalb keine eigene Ideologie bestimmen können. Also er hat im Endeffekt dafür gesorgt, dass wir keine Möglichkeit haben, unsere eigene Ideologie zu gründen. Und in dem Sinne ist das jetzt nicht positiv. Gucken, was das neue gleich kann. Also ist die Kaya mit bisschen Schaden. Spiel können wir also nicht mehr spielen. Ich werde hier gleich noch das Level Up für ihn mitnehmen. So sagen jetzt eigentlich was Neues hier. Gar nicht schlecht, du hast die Moray-Schwestern besiegt. Hikawa kann mich mal. Hikawa habe ich ja gar nicht getroffen hier. Der scheint hier gar nicht anwesend zu sein. Oder wir treffen ihn gleich, mal sehen. Ich hab's. Lachese ist die Vermesserin, ja. Das wissen wir mittlerweile alle. Jetzt nehmen wir noch ganz schön das Level mit, bevor wir weitermachen. Kurz vorm Level ab 700, 6000, 8000, 12000. Nee, weitere Kandidaten gibt's nicht. Jetzt, wo ich ja noch 3 weitere Plätze habe in meiner schönen Truppe, macht's das Fusionieren auch leichter. Hat das schon besser funktioniert? Muss man dann, glaube ich, gleich erstmal neue Chakra-Tropfen kaufen gehen, wenn wir hier raus sind. Sehr gut. Keiner dagegen immun und du triffst trotzdem nicht. Du bist eine Schande. So viel brauchen wir da eigentlich gar nicht. Thank you.
scheiße. Heieiei, zum Glück habe ich gerade gespeichert. Sonst muss ich jetzt nicht nochmal alles machen. Aber wenigstens prägt man sich das ein. Das weiß ich jetzt, also definitiv auch, welchen Zauber ich gegen wen nicht mehr einsetzen sollte. Nach Dante und dem Mantra-Uni und den paar Tonen in der Fluchkammer im zweiten Kalpa ist das also jetzt das dritte offizielle Game Over. Gegen Mantra-Uni, da haben wir uns ja ein bisschen durchgemogelt. Also wir stehen weiterhin bei 735 Erfahrungspunkten und haben Liberama jetzt aktiviert. Klappt ja weiterhin überragend. Ich habe gerade gemerkt, das Kampfsystem hier ist doch unverzeihlich. Also es verzeiht nicht viel, es ist unerbittlich. Na gut, vorhin habe ich schon die falsche Antwort gegeben, deswegen wusste ich jetzt, was man da machen muss. Und damit haben wir einen neuen. Einen Onkot. Oh, lernt Tetrakan. Das ist, glaube ich, gegen physische Angriffe gut. Der widersteht hier physischen Angriffen, das ist auch gut. Jetzt nochmal einen Kampf fürs Level Up und dann ist hier Fireout. Baphometen noch mit, wenn es sein soll. Gaunern wie uns kann er sich nicht anschließen. Sind wir denn so schlimme Geschöpfe? Ich kann den Lebensretter. Heiltime. Ah ne, das brauchen wir nicht. Mal sagen, gehen wir jetzt mal zurück nach Asakusa. Jetzt gehen wir von ganz oben im Obelisken nach ganz unten. Ich sage, guck mal, im letzten Level-Up hätten wir auch Mamudoran bei Anathema bei unserem Todesmagatama lernen können, aber ich heb mir das mal auf, bevor ich es jetzt einsetze und dann wieder weggebe. Vielleicht brauchen wir es doch nochmal. So, Demi, du hast es geschafft. Ich konnte von hier feststellen, dass sich der Magatsui-Fluss wieder normalisiert hat. Tja, nach diesem Rückschlag für Nihilo wird die Kawa seine Pläne vorerst nicht umsetzen können. Ich glaube, wir können jetzt eine kleine Verschnaufpause machen. Aber wie hast du das Albtraumsystem gestoppt? Wurde es nicht von dieser Maid gesteuert? Ich habe sie gerettet, ich habe mich um sie gekümmert, ich will nicht darüber sprechen.
Nee, Mama, ich habe mich um sie gekümmert. Aha. Sie war zwar einer der letzten überlebenden Menschen, aber du hattest wohl keine... Ach so, das war, ich habe sie umgebracht. Nee, das war ja falsch. Das wollte ich nicht sagen. Naja, ich habe die Ironie nicht rausgelesen, schade. Ach ja, es sieht vielleicht so aus, als ob ich dir die ganze Arbeit aufweisen würde, aber ich tue, was ich kann. Ich würde dir gerne erzählen, was ich rausgefunden habe, okay? Klar? Also gut, hör zu. Um eine neue Welt zu schaffen, solltest du eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, welche Art von Welt du erschaffen möchtest. Diese Vorstellung wird im Allgemeinen als Ideologie bezeichnet. Um eine Ideologie zu erwerben, benötigst du den himmlischen Schutz einer Gottheit. Und das ist der Punkt, an dem das Magatsui mit ins Spiel kommt. Du brauchst eine große Menge Magatsui, um eine Gottheit zu beschwören. Deshalb hat Hikawa, ein Mensch, Magatsui gesammelt. Oh, eins hätte ich fast vergessen. Ich bin im Amalanetz gerade eben einem Menschen begegnet. Einem Kerl, der von den Mantra gefangen gehalten wurde. Er heißt Isamu, kennst du ihn? Klar, kennen wir den? Ja, das dachte ich mir schon. Wie auch immer, was diesen Isamu betrifft, er scheint in Amala ganz gut zurechtzukommen. Wenn man Pech hat, kann man irgendwo hingeschleudert werden. Oder schlimmer noch, man kann sogar vom Netz absorbiert werden. Tja, in einer Welt wie dieser ist dein Leben nicht viel wert und du tust gut daran, dich nicht einzumischen. Aber wenn du willst, kann ich dich an den Ort schicken, an dem ich Isamu begegnet bin. Nicht jetzt. Also wir haben Isamu, der anscheinend eine Gottheit erschaffen will. Dann haben wir Yuko, die das machen möchte. Also die Lehrerin. Dann haben wir Chiaki, die war ja auch davon begeistert. Dann weiß ich nicht, was er hier für Pläne hat, das weiß ich nicht. Dann haben wir Hikawa. Dann war ja bei Gozu Tenno noch was. Dann haben wir noch diesen einen Mannequin, den Futomimi, der was erschaffen will. Dann haben wir diesen Sakahagi, den gegnerischen Futomimi. Also irgendwie ist das hier alles ganz bisschen tricky. Der nördliche Teil der Stadt ist restauriert. Dann gleich mal gucken. Also irgendwie gibt es hier ganz viele Charaktere. Mal gucken, wie das weitergeht. So. Gibt's hier ein paar schöne neue Dinge. Nee. Die Saga levelt auch so langsam, aber sicher ein bisschen mit. So, gucken wir doch mal. Titan wäre drin. Über Ose und Onkot. Oder hier, Kaiwan. Muss ich erstmal gucken, wie viel es mich kostet, die neu zu kaufen, wenn ich die denn. Also die Scheusale kriege ich alle nicht vom Geld her, ne? Titan wäre dennoch drin. Oder hier Kaiwan aus Taiwan. Ich denke mal, das kann ich mir, wenn ich das nächste Mal trainiere, offscreen überlegen. War ganz cool, das war jetzt 12 mögliche Monster mitnehmen können. Okay. Der verkauft immer noch nichts. Was haben die gesagt? Die inneren Gebiete sind jetzt geöffnet. Vielleicht mal gucken, ob es da jetzt was Besseres gibt. Ich glaube, da müssten wir jetzt... Ich weiß nicht, ob der das früher schon gesagt hat, ansonsten müssten wir jetzt wahrscheinlich durch die ganze Stadt nochmal gehen, um zu gucken, ob sich was verändert hat. Habe ich jetzt aber keine Lust drauf. Okay.
Ich kann mal was anderes versuchen gehen. Dann gehen wir mal nach Shibuya. Eines der allerersten Gebiete. So, bevor ich es vergesse, nee, wir gehen erstmal in den großen Tunnel von Ginza und ich kaufe mal Chakra Drops. Also in Shibuya gibt es jetzt einen Bosskampf, der sollte jetzt theoretisch möglich sein, optionaler. Ist eigentlich empfohlen für Ende des, nach dem dritten Kaliber, wenn man das geschafft hat. Wir probieren es jetzt trotzdem gleich mal. Es kann nicht sein, dass der entsprechende Gegner uns im Grund und Boden stampft. Dann haben wir halt Pech. Falls sie nicht so ist, dann schauen wir uns das jetzt schon mal an. Dann gucken wir mal. Erstmal wollten wir hier ein bisschen einkaufen. Das dritte Kalber, da können wir ja dann erst losmachen, wenn wir die vier Reiter besiegt haben, denke ich mal. Davon haben wir erst zwei besiegt. Dann schauen wir mal. Wir haben Level 49, das ist, also ich denke mal zumindest nicht unterlevelt. Ob es überlevelt ist, weiß ich nicht, aber es kommt auf jeden Fall schon ganz gut hin. Nehmen wir mal das mit. Hier sollte irgendwo ein Raum sein, wo wir letztes Mal noch nicht reingekommen sind. Hier zum Beispiel. Also Shibuya, das ist ja schon gefühlt 20, das ist ja schon 20 Folgen her. Hier soll es trotzdem irgendwo ein Gebiet geben, wo wir damals noch nicht reinkamen. Dachte ich zumindest. Moment, so. Also eigentlich sollte das hier so ein bisschen funktionieren, aber... Irgendwas funktioniert ja schon wieder nicht. Ich weiß nicht, ob das schon wieder am Emulator liegt, dass sie die Tür nicht lädt. Schnell die Rundungsregeln ändern. Steht Tür öffnen, steht das auch da, wenn ich auf... Ach, steht trotzdem da, okay. Habe ich nur die Ecke nicht gefunden. So, probieren wir mal unser Glück.
Können wir anscheinend doch noch nicht rein. Okay, also hier geht es doch noch nicht weiter. Das ist schade. Achso, man muss warten, bis das Kaguzuchi voll ist. Sehe ich hier gerade. Das können wir ja schnell mal auf der Weltkarte machen gehen. Place where it all began. Und dann probieren wir mal. Aber jetzt geht's los. Eine Zeremonie beginnt gleich. Sieht wirklich sehr verdächtig aus. Oh, das ist ein Baphomet. Oh, Mannequins. Verflixt. Die können uns alle mal. Sie machen sich über uns lustig, nur weil wir Mannequins sind. Wir werden einen prächtigen Dämon beschwören und ihnen eine Trachtprügel verpassen, die sie so schnell nicht vergessen werden. Jawohl, Zeit für unsere Revanche. Beeil dich und beschwör diesen prächtigen Dämon. Ich schwöre dem prächtigen Mara, das wird echt toll. Wie ich schon sagte, es ist noch nicht so weit. Mara ist ein prächtiger Dämon. Wenn man ihn zum falschen Zeitpunkt beschwören könnte, etwas Schlimmes passieren. Ach, hör schon auf, die Sache aufzuschieben. Niemand, der sich was lustig gemacht hat, sollte länger leben als unbedingt nötig. Das stimmt, der Baphomet. Das ist genau, wie der Karl rechts von mir gesagt hat. Du da, sag's ihm auch. Sag ihm, dass er Mara beschwören soll, um uns das Leben ein wenig zu besüßen. Weil dich. Siehst du, er ist der gleichen Meinung. Jetzt war ich schon beschwöre Mara. Wie ihr wollt, meine Schuld ist nicht, weil Schlimmes passiert, okay. Erwache, Ohnmächtiger, höre meine Worte. Ögige. Tja, in Eile habe ich Mara, den Prächtigen in der Gestalt eines unvollständigen Schleimkörpers, beschworen. Ah, lauf weg. Blag, blub, blablabla. Kannst du das sagen? Natürlich muss nicht der, der ihn beschworen hat, gegen ihn kämpfen, sondern wir. Wir haben nicht mal Erstschlag und kriegen direkt Zustandsveränderungen. Das ist ja sehr schön. Er greift dafür mit allen möglichen Zustandsveränderungen an. Hat aber, glaube ich, soweit ich hier lesen kann, kein Dekaya und Dekunda. Ob das stimmt, werden wir gleich sehen. Mit Gebet kann der Sogo auf jeden Fall alles relativ schnell heilen. So, von seinen drei Zügen bekommt er, von seinen zwei Zügen bekommt er jede Runde nur einen, wenn er so weitermacht. Viel Leben scheint er gar nicht zu haben. Das scheint ungefähr zu sein wie eine von diesen drei Schwestern. Der scheint sich voll heilen zu können mit Media Raha. Das gefällt mir ja gar nicht. Okay.
Müssen wir ihn nur so weit bringen, dass wir seine Defensive so weit runtersetzen und gleichzeitig unseren Angriff so weit erhöhen, dass er gar nicht dazu kommt, sich zu heilen. Sehr schön. Mittlerweile machen wir richtig gut Schaden. Zum Glück ist einer ausgewichen. Das soll ihn nicht so oft volltreffen. Mir würde ein kritischer Treffer mal ganz gut tun. Der crittet mir ein bisschen zu häufig in letzter Zeit. Unser Schaden ist mittlerweile sehr stattlich. Ernsthaft. Alles für die Katz. Sollen wir den denn so runterkriegen, wenn er mit Dekaya alles aufheben kann? Das sind so ungefähr 1500 Schaden in einer Runde. Das könnten wir eigentlich schaffen. Vielleicht heilt er sich auch mal eine Runde zwischendurch nicht. Dann wäre es erst recht drin. Oh Mensch, auf mit der Scheiße!
Also jetzt nicht geheilt hätte er die schaffen können. Einen kritischen Treffer von meinem Helden und dann haben wir das. Oh Mensch, hör doch auf mit dem Diarrahan, ich krieg die Krise. Also eigentlich brauche ich nur eine Runde, wo er keinen Diarrahan einsetzt. Eieiei. Sehr schön. Gott sei Dank ausgewichen. Das könnte die Chance sein. Volles Risiko. Ach, der hat ja gar keinen Fokus. Ich habe eine Idee. Wie, die kann keinen Fokus. Ich dachte, der kann Fokus. Gut, ich würde mal sagen, das fangen wir das nächste Mal nochmal direkt hier wieder an. Wie man sieht, ich kann das direkt neu laden. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.